Hallo und herzlich willkommen zurück in Jurassic World Lego Let's Play. Neben mir der Drachenbursche. Neben mir natürlich der LN16. Wir nähern uns langsam dem Ende. Wir sind zwar schon, bei relativ viel, bei 95,8%. Wir haben auch schon alle Dinosaurier freigeschaltet. Wir haben 200 Minikits, also wir haben alle Minikits, wir haben alle Fotopunkte. Und ein Dinosaurier-Not müssen wir noch hätten. Zwei rote Steine brauchen wir noch. Und die zwei Bonuslevel fehlen uns auch nochmal weiter. Zwei Bonuslevel, Gott sei Dank. Wollte schon sagen, weil ja, bei zwei Leveln fehlen uns auf jeden Fall der. Zwei wahre Überlebende. Ja. Ich vermute mal, dass eines auch das hier sein wird. Hier ist ein Stein unter mir. Ich weiß. Ich hab's auch noch nicht gecheckt. Das hast du gemacht gehabt. Das hab ich gemacht gehabt. Ich bin auch an dem erstmal einfach vorbei. Wollen wir erstmal das Rennen? Ah. Ich glaube, ich weiß es. Rennen muss groß. Nein. Schieß da oben. Haben wir euch gegrüßt? Nein. Ja, wie wär's denn, wenn wir den Adam begrüßen heute? Oder dem Victor. Ja, machen wir das einfach mal. Hast du das da oben jetzt abgeschossen? Ja. Danke. Oh, ich glaube, es eskaliert gerade. Okay, ja, haben wir bekommen. Oh! Der Typ tut mir irgendwie leid da drinne. Wieso? Also, ich dachte, das ist jetzt wie beim letzten Mal, wo das Fahrzeug dann da hinten brennend dahin gefahren ist. So, hier fehlt nämlich noch ein goldener Stein, aber ich habe keine Ahnung, wie wir den bekommen, deswegen schiebe ich ihn nach hinten. Wollen wir mal gucken, dass wir das eine Bonuslevel noch machen, was uns fehlt? Das da müsste das sein, oder? Ja, in Dominus Rex verfolgen. Machen wir das doch gleich mal. Dann haben wir gleich mal Action hier am Anfang. Action, Action, Action. Also nachdem wir die Ladesequenz überstanden haben. Momentan lädt er, glaube ich, erstmal das Gebiet und dann lädt er nochmal. Ah ne, wir fangen direkt an. Na, umso besser. Okay, wir haben es geschafft. Ich bin der Dino. Nein, du bist der Dino. Ja, ich bin kann nicht lenken. Ich muss möglichst da nah an dich rankommen. Ich kann nicht lenken. Was kannst du eigentlich? Doch, jetzt kann ich lenken. Nicht abhauen. Ja, ich kann. Muss dich doch aufessen. Ah, schau, da fahre ich extra da. Dadurch, ja. Ja. Wir haben übrigens schon, ne? Ja, ich weiß, wir hatten nach einer Sekunde kommt ungefähr. Kommt jetzt der. Ja, der Slow-Mo. Kommt jetzt. Nee, der. Mittlerweile haben sie es höher gebaut. Ich kann nicht mehr springen. Sie wissen mittlerweile, was da passiert, wenn man die kleine Brücke zu niedrig baut. Oder es war die Brücke. Das war die Brücke, aber. Nee, auch die ist höher gebaut worden mittlerweile. Aber da ist auch schon das Ende. Naja, jetzt kommt erst nochmal links und rechts was. Aber es ist interessant, mal die Strecke aus der Perspektive zu links, sehen. Links, rechts und in der Mitte. Ich habe 146 Millionen gesammelt, okay? Gut gemacht. Was kannst du eigentlich? Nicht mal dich fressen, wie du siehst. Ja. Habe ich dich einfach zu gerne. Nicht mal zum Fressen gern, aber... Mal, was soll man machen? Fehlt uns jetzt immer noch ein Level... Vielleicht auf einer anderen Insel sogar. Ja, das haben wir geschafft. Mal gucken, ob wir uns auf. Ein Bonuslevel. Vielleicht ist es das mit den 100%. Vielleicht ist es das Level, aber das gehört zu den 100% dazu. Dann schauen wir doch ganz am Schluss, ob wir das noch irgendwo finden. Aber jetzt. Hat jemand in letzter Zeit den Dominus gesehen? Oder überhaupt mal? Jetzt sollten wir. Da ist noch ein goldener Stein. Das war nur mein Magen. Dieses Hühnchen zum Mittagessen war, glaube ich, noch roh. Da ist der zweite. Nee. Dieser Dino könnte nicht gruseliger sein, wenn sie mit Clowns-DNS vollgestopft hätten. Ich hol mal den. Ach Gott. Hol mal den goldenen Stein hier hinten. Mach gut. Das. Um das Rennen kümmern, um das Ding kümmern wir uns ganz am Schluss. Lass mal erstmal die Insel hier fertig machen. Ja, okay, okay. Ich will nur mal gucken. Vielleicht fällt es mir ja zufällig auf. Da ist es nicht. Also, du wirst es nicht finden, weil wir schon alle gemacht haben. Bin ich mir ziemlich sicher. Da ist der Lenz ziemlich sicher. Mhm. So, vielleicht ist es ja noch hier versteckt. Möglichkeit gibt es ja. Ach, wir haben alle gemacht. Alter, wenn wir das machen, dann gehen wir schon wieder auf die Insel rüber. Ja, dann machen wir ein kleines Inselhopping. Nein, ich will jetzt den goldenen Stein hier holen. Okay, danach Inselhopping. Okay. Okay. Du hast einen eigenen. Nimm mal den Dominus. Kann der auch auf den Boden hauen? Ja, nein, da kannst du nicht. Kann er nicht. Den eigenen Stegosaurus kannst du nicht nehmen, schade. Nimm den Apatosaurus. Den haben wir aber nicht selber gestaltet. Da kann ich dann in dem Fall nicht weiter. Ja. Weil der kann genau das machen, was ich will. Ach, der. Ja, ist praktisch. Aber beim anderen hat das immer so lange gedauert. Bis der mal irgendwo hingekommen ist, der Brachiosaurus. Ja, den kann man gar nicht nehmen. Ja, weil der ist auch zu groß. Ah. Und da kommt der goldene Stein auch schon. Jetzt kannst du starten. Yep, das war meine Absicht. Flucht vor dem Tyrannosaurus Rex heißt die Mission. Das ist in San Diego, oder? Du möchtest San Diego? Etwas Neues, wie? Ja, ich sage doch San Diego. Ich glaube nicht. Ja.
Zweikampfechse. Nee, das ist die andere. Das ist das, wo wir zum Wasserfall rennen. Nicht das in San Diego. Wasserfall? Zum Wasserfall. Das da. Das haben wir doch schon gemacht. Anscheinend nicht, aber... Ich bin mir todsicher, dass wir das schon gemacht haben. Klar, so nicht todsicher. Ah, ich bin auch ich bin der kleine Dinosaurier übrigens. Hi. Ja, ich auch. Ach, wir sind bei... Ah, okay, gut. Ich bin mir ganz sicher, dass wir das auch schon so gemacht haben. Werden wir ja gleich wissen. Aber es war gerade eben, hast du ja gesehen, es war ausgegraut. Ja, ja, klar. Hat das vielleicht nicht gezählt? Aber wir haben es halt so ziemlich oft gemacht, vielleicht wechselst du es damit. Weil wir das Level halt ziemlich oft nochmal neu machen mussten. 35 Millionen schon wieder, ja, der Wahnsinn. Na, ja, weil du vorne rennst. Ja, einer muss ja vorne rennen. Mit dem Teddybär noch in der Hand, das ist gut. Hat er, glaube ich, als Charakter aber nicht in der Hand, wenn man ihn spielt. Ja. Denke ich mal. Dangerous. Das hier haben wir mindestens zweimal gespielt, um ein Minikit zu kriegen, und ich bin mir ziemlich sicher, dass wir es auch. Aber ich kann mich natürlich täuschen und wahrscheinlich. Wenn sie Len jemals so täuschen würde. Naja, du wirst es ja gleich. Gleich wirst du es wissen. Es war ja ausgegraut. Ja, ja, war es auch. Ja, ja, war es ja auch. Damit hätte sich das eh erledigt. So. Ja, das wollen wir uns nicht anschauen. Wir sind beide Überlebender. Das reicht uns zu wissen auf jeden Fall. Yay. Und wir bekommen beide Steine. Zwei goldene Steine. Damit. Jetzt sind wir auch auf der falschen Insel. Es tut mir leid, dann reisen wir wieder zurück. Dann reisen wir halt wieder zur richtigen Insel. Wo wollen wir hin? Da ist ziemlich viel in dem Gebiet hier, oder? Ja. Dann gehe ich mal dahin. Bei Tag. Bei Tag wird es uns dahin ziehen. Bei Tag? Haben wir eigentlich die Nacht mal gezeigt? Wir haben, glaube ich, auch mal die Nacht gezeigt, ja. Irgendwann mal. Aber ich kann mich noch erinnern, dass wir dann extra laden mussten nochmal. Ja. Weil wir dachten, es ist egal, aber es war eben nicht egal. In der Nacht ist es halt nicht so schön. Nee, in der Nacht ist kälter als draußen. Was? Da ist da vorne was. Mal Fahrzeuge gucken, was wir noch Schönes haben. Den haben wir noch gar nicht gespielt gehabt. Den gibt es ja auch als Lego-Set. Wer hat eine Brechstange? Schalalala. Ist hier ein Mercedes-Zeichen? Nee, ist vorne nicht dran. Er ist zu groß dafür. Jetzt fährt er. Er ist echt ziemlich groß. Aber cool. Ich geh schon mal zu den nächsten goldenen Steinchen. Ich brauche eine Brechstange. Dinos fehlen uns ja auch noch wie hier, glaube ich. Da ist was. Ah! Da müssen wir spucken. Kannst du warten, bis ich ausgewählt habe? Ja, yep, kann ich machen. Wer hat eine Brechstange? Doch, da. Nehmen wir den goldenen Velociraptor. Da müssen wir auch noch rüber gleiten wahrscheinlich. Ich hab, damit wir da rankommen. Brauchen wir noch einen Gleiter. Ein Gleiterling. Du zum Beispiel hier bist da perfekt für geeignet. Tada! Ups, da bin ich hin. Wird der Len gleich wieder eine Mission anfangen. Ja. Nein! Doch! Nein! Doch! Ich wäre fast ertrunken, Len. Nein! Aber ich konnte mich nicht. Oh, da ist noch ein roter Stein. Ich muss mich mal in die Richtung da begeben. Ich hätte gerne einen Gyrosphärenball. Wo kriege ich einen Gyrosphärenball her? Vor dem Fahrzeugterminal. Da kriege ich einen Gyrosphärenball her. Wer kann denn Licht? Ich weiß, wer Licht kann. Wo ist er? Da ist er, Ian. Herr Ian kann natürlich Licht. Der weiß, wo es lang geht. Der ist schon eine Leuchtstelle. So, jetzt brauchen wir noch eine. So. Ah, hier brauchen wir noch den da. Okay. Ah, so kommt er. Ah, hoch. Da perfekt. Oben ist es. Ah, da okay, wie komme ich da hoch? Ach, du bist auch bei dem, du versuchst einen roten Stein zu bekommen. Ja, ich versuche immer alle roten Steine zu bekommen. Bietet sich auch an, die ab und zu mal zu holen. Wir brauchen zwei Saurier. Vielleicht brauchen wir den Amerikanosaurus. Nein, den brauchen wir nicht. Doch, den Amerikanosaurus braucht man immer, der ist super. Der kann nicht an Land. Doch. Ach man, mein Amerikanosaurus. Vielleicht hätte ich mir auch noch irgendein anderes Viech in der Farbe auch machen sollen. Oh. Kann der Indominus eigentlich aufbrüllen? Natürlich kann der Indominus brüllen. Wenn ich mal irgendeinen von meinen anderen Custom, aber die anderen Custom-Viecher waren nicht so toll.
Seht ihr auch mal den Indominus? Lern unseren Indominus. Geh mir aus dem Weg. Mein nice. Nice. Was? Kannst du mich sehen? Ja. Nein, du kannst mich nicht sehen, ich bin getarnt. Achso, ich habe auf deinem Bildschirm geschaut, da konnte ich dich eventuell sehen. Ja. Guck mal! Ich kann. So, wo ist mein eigener Velociraptor? Wo bist du, Len? Guck mal! Das Leopardenmuster killt's komplett. Alter, der hat Eier. Das ist doch super, der Typ. Ja, total. Ah. Der rosa Brachiosaurus, klasse. Und wir haben. Ach, du hast da so. Auf deinem goldenen hast du noch so leichte rosa Streifen drauf, okay? Ja! Das wolltest du unbedingt haben! Ja, das sieht doch klasse aus. Ja! Das ist so toll. Das ist schön. So, wo fehlt denn jetzt der letzte rote Stein? Ach, da, ich dachte, ich hätte jetzt irgendwas an, ein anderes Körperteil für ihn gespielt, aber ich. Kranker Dinosaurier! Der letzte kranke Dinosaurier, also jetzt muss ich auch mal den Indominus spielen. Mach mich aber sehr. Wo ist der letzte rote Stein, Gott verdammt? Noch ein bisschen schreien. Wo ist der letzte rote Stein? Ach, der schreit und macht sich gleichzeitig unsichtbar, oder? Der letzte rote Stein? Ah, hier drin ist er. Ja, klar. Oh. Den will ich aber holen, okay? Ich will aber auch zum Vogelkäfig. Ja, dann geh zum Vogelkäfig und hol die goldenen Steine. Ja, gehen wir beide zum Vogelkäfig. Nee, ich gehe nicht zum Vogelkäfig. Achso. Ich rette jetzt erstmal einen Dinosaurier. Ja, mach das. Ja. Dann werde ich in der Zeit mich mit dem Vogelkäfig vergnügen. Mhm. Dann haben wir das auch schon. Dann sind wir auch schon fertig. Ach, hier gibt's sogar ein Rennen. Hey, pass gut auf da draußen. Ist ein langer Fall. Oh, und das Limit nur so von Fleischwetter. In dem Pteranodon. Der Kleine bringt nichts. Wie kann ich dem jetzt helfen? Ach, hier ist ja Masrani abgestürzt, stimmt. Verdammt, bei mir ist keinen. Verdammt. So, hier, jetzt aber. Da windet's dem Drachenburschen zu sehr. Ja, mir windet's nicht zu sehr, aber ich habe die Befürchtung, dass man das im Mikrofon hören könnte. Ja, genau, das ist kein schönes Geräusch. Deswegen habe ich mal vorsorglich die Tür zugemacht, damit sie nicht mehr so durchzieht. So, du hast doch hier. Oh. Schauen wir mal, wie wir den Drachen helfen können. Den Drachen. Den Drachen. Du sollst doch hier durchfliegen, du dummes Viech. Wieso fliegst du denn? Hüp. Ah. Ich brauche Barry! Warum machst du das Rennen denn nicht? Wie kann ich das Rennen nicht anfangen, denn? Braucht man den Kleinen da oder was? Eigentlich nicht. Du kannst es ja mit dem Kleinen versuchen, aber. Ja, der Große hilft. Ich schau, wenn ich dahin fliege. Ja, du bist viel zu hoch. Ja, ich war auch schon drinne. Schau, das meine ich. Was? Ja, da ist doch das Nächste. Ah. Perfekt. Du hast keine Zeit, aber. Ja, wer braucht okay. Zeit? Das ist halt ein gemütlicheres Rennen. So, jetzt ist es aus mit Gemütlichkeit. Jetzt machen wir hier mal ein bisschen Geschwindigkeit rein. Tiefer. Bestimmt läuft irgendwo eine Zeit, ich sehe es bloß nicht. Ja. Wird auch, aber. Naja, solange ich schaffe, ist es mir ja recht. Ja. So. Ich warte darauf, bis du es nicht bekommen. War doch sowas von durch. Aber sowas von. Na, man darf nicht so von unten reinfliegen, man muss echt. Du brauchst ein anderes. Anderes. Was da unten brauchst du? Nee, ich brauche das unten. Erst. Nein! Das aber das, das hier. Du hättest schauen müssen, wo der Pfeil hingeht. Das ist komplett irre verwirrend. Normalerweise muss man hier anfangen. Die da war ich zum Beispiel auch. Oh, das ist so nervig, wie diese Tore rennen. Dann mach ich das Rennen. Also nicht die Tore rennen sind nervig, aber diese Flügellevel sind nervig, weil die nicht funktionieren, wie sie sollen. Mhm. Aber nicht sieht. Aber ich meine, wenn man durchfliegt, dann zielt's nicht. Was ist denn das? Das ist doof. Zum Beispiel durch das war ich durch. Durch das war ich auch durch. War ich auch. Arr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 r
arg, sage ich da nur. Ganz arg vom Spiel. Arg. Ja. Evolution weiterentwickelt. Ja. Da war ich zu langsam. Ja, ich glaube, ich habe noch viel Spaß mit dem Fluglevel hier. Hast du es schon wieder angefangen? Ja, ja. Diesmal habe ich es aber besser gemacht. Ich glaube, diesmal schaffe ich es auch zeitlich besser. Wenn ich wieder irgendwas dazu. Mit Kreis fliegst du nach unten. Ich weiß, ich weiß. Aber interessiert ihn nicht. Meine Dino. Mein Flugsaurus. Fliegosaurus, ja. Jetzt dadurch. Jetzt links. Links, nicht dadurch. Warum denn links? Weil es da angezeigt wird. Opa. Okay, der ist klein. Wahrscheinlich Bonuszeit gebracht oder so. Wahrscheinlich musste man da gar nicht durch. Hast du gesehen, ich bin durch. Nö, bist du nicht. Da, durch, durchgeflogen. Da, nochmal durchgeflogen. Das ist so unlogisch, wann es zählt, ja, und wann es nicht zählt. Du musst halt genau mittig durch. Ja, bei den anderen Rennen war es nur so kackegal. Kackegal, wie man durch ist. Am besten, wenn du zu hoch durchgehst, glaube ich, ist es... Ja, dann ist es am kritischsten, gell? Ja. Ja, ich glaube, es ist halt für Landrennen gedacht und da geht man halt ja nicht zu weit oben drüber. Genau, das ist auch genau das Problem. Ich komme jetzt nämlich durch jedes durch, weil ich tief fliege. Siehst du? War zu hoch. Warum hast du doppelt gedrückt? Weil die Zeit langsam ausgeht. Ja, und wenn du langsam fliegst, dann kommst du halt dann sicher dadurch. Ja, sicher. Action, Action. Ja. Wow. Schwer genug gewesen. So, jetzt haben wir es geschafft. Ach, da unten ist der abgeschützte Heli von Maserati. Mhm. Damit haben wir alle Dinos gerettet und wir haben alle Rennen gemacht. Genau. Und das gleich nacheinander. Ja. Jetzt fehlt noch ein goldener Stein, ein roter Stein und den roten Stein hol ich mir. Dann hol ihr den roten Stein. Ja. Dann hol ich hier den Maserati. Das ist auch der letzte Charakter, den wir retten müssen, glaube ich. Der Maserati. Dann haben wir auch alle Charaktere freigeschaltet. Mhm. Ich ziehe ja. Und jetzt? Loslassen. Achso, okay. Da war jetzt der Maserati. Arbeit in Gefahr, ja. Das ist der Chefarbeiter gewesen. Hm. Jetzt muss der Maserati eigentlich kaufen. Ups, Entschuldigung. Muss man den Maserati kaufen oder kann man den direkt spielen? Der war hier unten irgendwo. Okay. Ne, das war ein Lovery. Wo war Maserati? Der war... Ah, doch, den müssen wir uns kaufen. Dann kaufe ich mal Maserati. 150.000. Nützliche Lego-Gegenstände kann er entdecken. Über Lücken kann er auch gleiten. Sehr schön. Ha, ich habe Maserati. Jawoll. Maserati. So, Maserati, dann gleit mal darunter. Gleit mal. Ah, ein goldener Stein fehlt uns übrigens noch. Nein. Warum bin ich gerade aus der Luft gefallen? Achso, weil man da nicht rein darf. Ich will da rein. Ich check's nicht. Toll. Ich check nicht, was man hier machen muss. Drachenbusch, hast du eine Ahnung? Ich habe keine Ahnung, wie man das hier kriegen soll. Ja, normalen Menschen kann man da nicht rein, oder? Nee. Das ist das Einzige, das alles, was wir... Da ist auch, da fehlt auch noch einer. Richtig. Den will ich sehen, wie du den holst. Mach ich. Gut. Bin auf dem Weg, Helen. Muss unten sein. Jedenfalls wird hier nichts angezeigt. Yep, ja, ja, ja. So, holen wir uns nochmal einen Pteranodon. Ach, komm, Maserati, was kannst du eigentlich? Maserati, du Unfähiger. So, Billy Brennan kann natürlich nicht zusammenbauen. Brauchen wir einen Archäologen. Da finden wir bestimmt einen, der zusammenbauen kann. Alan Grant zum Beispiel, der kann sowas. Ah, ma. Ah. Geht doch. Nein, nicht wieder runter. Nein, nicht wieder hoch. Wieso geht das nicht? Na also. What? Da läuft die Zeit lang. Ah ja, okay, ich hab's gecheckt. Da läuft aber echt großzügig die Zeit. Ach, wir müssen beide aufbauen. Außer man bleibt hängen. Okay, zurück darf ich nicht, sonst ist vorbei. Nehme ich mal wieder Amerikanosaurus. Mhm. Ich finde diese klasse. Glaub mir. Nein, ich will.
Warte mal, mit einem Mosasaurus kriegst du da nichts. Ich habe eine Frage, und zwar, warum kann ich nicht zu ihm wechseln? Jetzt, ja, gerade eben habe ich nicht zu ihm gewechselt. Die bernsteinfarbenen Gegenstände hattest du zerstört, oder? Was? Ja, die habe ich alle schon zerstört. Okay. Schwimm mal höher, bitte. Kann ich Haifische eigentlich fressen? Wahrscheinlich. Oh, da ist noch eine 10.000 da. Die lassen uns natürlich nicht nehmen. Ah, okay. So, 10.000 ist geholt. Amerikanosaurus hat sie geholt. Wieso ist der Wassereffekt bei mir, bitte? Das ist allgemein der Wassereffekt. Geil. Wer kann schon von sich behaupten, einen Amerikanosaurus zu haben? Du. Ist ja cool. So, ich reise mal, um die roten Steine alle zu kaufen. So, da drüben wird's angezeigt. Ist das denn... Was? Ja, es wird da hinten angezeigt. Jetzt sag's mir, wie du den kriegst. Das finden wir schon noch. Er ist nämlich drinnen. Er ist nämlich hinter diesem Schädel. Den Schädel musst du irgendwie ziehen, habe ich das Gefühl. Aber ich weiß nicht, mit wem man da ziehen kann dran. Der ist vor allem noch nicht fertig gebaut, der Schädel. Ich habe den gerade eben schon fertig gebaut. Nein, hast du nicht. Bricht immer auseinander wieder. Ich spiel mal noch direkt. Verdammt! Sorry. Bitte mach's noch öfters, Len. Ja, ja. Natürlich. Ups, das war Code eingeben. Das geht auch nach Haus. Da brauchen wir einen eigenen Dino, der was kaputt. Eigenen Typen, der Sachen kaputt machen kann. Richtig, aber wen? Na, das ist die Frage. Das ist die gute Frage. Das ist nicht jemand, der einen Peitsch hat, sondern einen Haken oder so. Ah, da kannst du nicht, da ist ja nichts mit Haken, oder? Ist da ein Haken dran? Sieht aus wie ein Haken. Da. Aber es ist halt irgendwie dann doch keiner. Nee, da ist kein Haken. Vielleicht kommen wir von vorne irgendwie rein. Kann also, man kann auch nicht drauf. Nee. Da muss man auch noch weiter. Aber wenn man hier weiter nach hinten geht, dann ist es. Da ist auch noch irgendwas, gell? Hä? Da ist nix. Achso, wo ist dann die Tür? Ach, das ist da die schon Tür der ist Aufzug. Die Platte, ja. Der Part von LEGO Jurassic World ist leider schon vorbei. Zum nächsten Video kommst du, wenn du auf das bereits laufende obere Video klickst. Und wenn dich auch die LEGO Sets interessieren zu LEGO Jurassic World, dann solltest du auf das untere Video klicken. Dort kommst du nämlich zu meinen LEGO Set Reviews. Natürlich würde ich mich freuen, wenn du mir ein Abo dalässt, dann wirst du in Zukunft auch kein Video mehr von mir verpassen. Außerdem kannst du natürlich auch mal auf meinen Facebook, Twitter, Google Plus oder Instagram Seite vorbeischauen. Dort bekommst du immer die neuesten Informationen zu meinem Kanal. Die Links dazu findest du in der Videobeschreibung. Ich wünsche dir jetzt wie immer eine wunderbare Zeit. Und möge die Macht mit dir sein. Servus.